Was geht Leute, hier ist Malte von FIFA Germany und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute reden wir ein bisschen über FIFA 18. Der Trailer ist ja gestern rausgekommen. Ihr habt das hier wahrscheinlich schon auf unserem Kanal gesehen. Wir haben das mal ein bisschen in Slow Motion hochgeladen, damit man eventuell das ein oder andere Detail sieht. Das war leider nicht so der Fall. Denn EA hat sich wirklich nur auf Ronaldo spezialisiert, wollte ihn damit wahrscheinlich gratulieren zum neuen Coverstar bzw. zum Champions League Sieger. Was haltet ihr von dem Trailer? Also mich hat er ehrlich gesagt nicht wirklich geflasht. Schreibt's unten in die Kommentare. Wollt ihr lieber Ronaldo sehen? Wollt ihr Messi sehen? Wen wollt ihr auf dem Cover sehen? Wollt ihr Griezmann sehen? Wollt ihr mich sehen? Egal. Also Leute, eure Meinung ist wie immer hier auf diesem Kanal gefragt. Einfach hier unten in der Videobeschreibung abchecken. Einfach kommentieren, was ist los? Ich war heute schon wieder arbeiten, also komm, das war zu viel für mich. Jetzt kommen wir aber zum Video. Ihr seht jetzt hier im Hintergrund eingeblendet das zukünftige FIFA 18 Design. Also meiner Meinung nach, ich finde die Farben einfach total geil hier mit Paul Pogba. Was es hier nicht alles gibt, natürlich Ultimate Team, wohl bekannt, The Journey und so weiter. Das kennt man leider, Pro Clubs. Aber jetzt kommen wir zur Creme de la Creme. FIFA Street, ganz geiles Ding. Also wenn das wieder kommt, GG an EA, also wenn ihr es wiedersehen wollt, Daumen nach oben da lassen. FIFA Street damals nur Legende, so wie dieser Kit-Creator, den ihr seht hier gerade, wird von Paul Pogba hier im Real Madrid-Trikot, sehe ich gerade hier. okay, das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal, beziehungsweise fällt mir zum ersten Mal auf. Das ist halt, ja, ein zusammengewürfeltes Trikot hier, Real Madrid mit Manchester United und was weiß ich. Also es sieht geil aus und wenn man sich da so seine eigenen Variationen an Trikots erstellen könnte, das wäre auf jeden Fall einfach nur mega geil. Ich würde nämlich gar kein Trikot anziehen, einfach oberkörperfrei. Also jetzt könnt ihr nochmal richtig derbe kommentieren hier die ganze Zeit in dem Video, wie ihr es findet. Also auf jeden Fall die eine Hand unter der Kommentartaste lassen, was laber ich. Hier seht ihr dann auch das Food Champions Menü, auch in diesem wunderschönen hellblau, dunkelblau Mix. Mir gefällt es auf jeden Fall. Hier mit Aguero passt natürlich auch blaues Trikot von Manchester City. Und ihr kennt natürlich schon andere Designs von FIFA 18, von anderen YouTubern, Phineas FIFA und so weiter. Moskiller hat es, glaube ich, auch gemacht. Jetzt kommen wir auch direkt hier zum Kartenkonzept und das sieht meiner Meinung nach richtig stark aus, wenn es dann wirklich so durchgeführt wird. Hier haben wir einmal die Beispiele Bronze, Silber, Gold natürlich hier, Dybala, Ake und Giao. Und das Highlight an diesen Karten ist natürlich die Unterschrift von den Spielern. Die neuen Spielergesichter müssen ja sowieso wieder gemacht werden, beziehungsweise werden von EA jährlich auf jeden Fall refreshed, also neu gemacht. Und dann mal eben die Unterschrift von den jeweiligen Spielern abzeichnen zu lassen und auf diese Karte zu bringen. Wäre auf jeden Fall eine geile Idee. Ich habe schon von einem YouTuber gehört, ich weiß gar nicht, wer es war. Der hat das vorgeschlagen, dass wenn die aus dieser Walkout-Animation rauskommen, eventuell noch die Karte so unterschreiben. Also das wäre auf jeden Fall mega, mega nice, wenn das irgendwie so machbar ist. Und ich denke, wir leben im Jahr 2017. Meinetwegen kommen die auch aus dem Fernseher raus und unterschreiben mir das hier aufs T-Shirt. Aber ihr wisst, wie ich das meine, Leute. Und jetzt kommen wir auch direkt hier zur Pack-Animation, wie das aussieht, wenn die Spieler aus den Packs kommen. Ja, Leute, hier seht ihr das, wie das ungefähr aussehen könnte. Ich finde, das sieht auf jeden Fall richtig stark aus. Ich sag's viel zu oft. Aber mit der Unterschrift, mit diesem neuen Design, was Neues ist halt für Menschen einfach geil. Ich stelle auch gerne so mein Zimmer persönlich um, weil irgendwas Neues braucht man halt. Und genauso ist das dann auch bei FIFA Ultimate Team. Jetzt letztes Jahr kam ja der neue Modus Food Champions und damit auf jeden Fall war es eine Bereicherung für alle FIFA-Spieler. Und vielleicht kommt sowas ja nochmal, irgendwas Neues, FIFA Street wäre geil. Was gibt es da noch? Hier das mit den Trikots. Irgendwas Neues muss auf jeden Fall kommen. Ansonsten wird das schon ziemlich langweilig, sage ich mal. Allerdings, wie ihr hier seht, bin ich gerade auf der Seite Foothead unterwegs. Und hier sieht man schon ein Team, das heißt FIFA 18 Card Designs. Und hier sieht man schon ein paar Kartendesigns von FIFA 18. Milik, Lewandowski, Glick und Buruk. Das sind ein paar Polen. Und hier sieht man auf jeden Fall schon, dass jede Karte halt nicht nur ein Spielergesicht hat, sondern wirklich eine bewegende Karte sozusagen. Also sie sind da in der Bewegung aus einer Spielszene. Und ich finde, so würde ich es nicht machen, ganz ehrlich. Also das haben nur diese Informs, Totis und so weiter. Das fand ich schon ganz in Ordnung. Und wenn das jetzt jeder hat, dann wird das einfach nichts Besonderes mehr, Leute. Und ja, Leute, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, diskutiert, wie ihr dieses Video fandet. Also Leute, ich würde sagen, das war's dann jetzt auch. Ich verabschiede mich. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Wie gesagt, Daumen nach oben, abonnieren, Instagram, Link in der Beschreibung, Twitter haben wir jetzt auch. Also könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Das war's von mir. Ich liebe dich. Hau rein und tschüss.